Stellen Sie sich ein Boot vor, liebe Hörer. Und darin sitzen zwei, die sich lieben. Vielmehr, sie wollen sich lieben. Sie sehnen sich nach Harmonie. Sie sind durch heftige Stürme gegangen und jetzt endlich liegt das Boot ruhig im Wasser. Sie spüren das Glück. Es ist da. Doch schon beginnt einer der beiden zu kippeln. Die Wellen kräuseln sich. Das Boot beginnt zu schwanken. Warum tut er das, fragen Sie? Warum hält er das Glück nie aus? Wer sich schon immer einsam gefühlt hat, wird nicht eher Ruhe geben, bis er endlich verlassen wird. Wer stets angeschrien wurde, wird seinen Partner so lange provozieren, bis dieser mit Tellern wirft. Wir sind süchtig nach Unglück, weil es uns so vertraut ist. Unsere tiefste Angst ist die vor dem Licht, nicht vor der Dunkelheit. Darf ich? Danke, bitte. Das ist gut. Wo warst du denn? Ah, das Eis. Das drehen wir mal ein bisschen. Hier, das ist das pure Glück, Clara. Und das Gute daran ist, dieses Glück kann man löffeln. Papa. Ja, erst rauscht der Duft der Schokolade über die Nase in den hinteren Teil deines Gehirns, in den basalen Teil, den auch die kleinen Ratten haben. Von dort sendet er, schmeckt, oh, toll, toll, süß. Und dann rutscht die süße Botschaft, die vernetzt sich dann mit einem ungeheuren Schweif von Nervenzellen, dem limbischen System deiner Gefühlszentrale. Papa? Rolf, Papa? Hey, was ist denn? Schokoladencreme Erdnüsse gewesen. Erdnüsse? Did you put nuts into the dessert? Peanuts, cacahuete. Peanuts, nur ham. Bitte, ich muss es wissen. Macadamia ham. Soll ich einen Notarzt holen? Ich glaube, es geht schon. Wir haben Medikamente dabei. Mein Vater ist Allergiker, das passiert uns 3-4 Mal im Jahr, leider. Gute Besserung. Danke. Du gieriges, altes Süßmal. Da siehst du jetzt, was du davon hast. Immer diese Unvernunft. Ach, Mund auf. Eins, zwei. Liebstes Töchterchen, mecker nicht mit mir. Jeder Löffel war es wert. Komm, Zunge raus. Ach, nee, so, Bäcker. Wo warst du so lange? Wir müssen los. An. Es ist besser, du schaust dir die Klinik allein an. Mich brauchst du dort nicht. Ich brauch dich mehr, als du denkst. Hast du Angst? Selbstverständlich habe ich Angst. Aber ich werde da sein, Anne. Ich halte deinen Kopf. Ich helfe beim Pressen. Ich schneide sogar die Nabelschnur durch. Wir können leider nichts mehr für ihn tun. Wer ist das? Vielleicht unser nächster Fall.
Der Zustand der dopaminergen Synapsen im Hirn entscheidet darüber, ob wir Lust empfinden, Vergnügen oder Begehren. Das Dopamin ist wie ein Scheinwerfer, der unseren Blick auf das Schöne, Erfreuliche lenkt. Haben wir genug davon, sprühen wir vor Elan, haben wir zu wenig, werden wir lustlos und depressiv. Also Glück oder Unglück, alles eine Frage der Biochemie. Das war Hagenaus Credo. Populärwissenschaftlich dargestellt, leicht verständlich. 300.000 Mal verkauft. Die Toxikologie und das große Labor sind noch nicht da, aber sein Herz ist fertig. Arteriosklerotische Plaques in den kleinen Gefäßen und hier im linken Hauptstamm ein Bypass. 4 Jahre alt. Der Akte nach hatte er 2 Herzinfarkte zwischen 2004 und 2002. Beide Male ist er nur mit dem Leben knapp davon gekommen. Dazu die allergische Disposition. Adipositas, schlechte Leberwerte, hoher Blutdruck, das Übliche. Ein Risikopatient ohne Risikobewusstsein. In seinem Magen haben wir ein 6-Gänge-Menü gefunden. Kalorienreich und fettig. Spuren von Erdnüssen? Ja. Aber wenn du wissen willst, ob die im Nachtisch waren, musst du auf die Karte gucken. Du tappst in die Mutterfalle an. Dein Bauch ist jeden Tag bekleckert. Deine Beine sind schlecht rasiert und deine Fußnägel könntest du auch mal wieder lackieren. Wenn du so weitermachst, dann hast du irgendwann nur noch ein Dinkelkissen zwischen den Beinen. Sehr witzig. Ich kann mir nicht mehr die Schuhe zumachen, ohne einen Kollaps zu riskieren. Dann lass Vince vor dir auf die Knie gehen. Eine untreue Ehefrau reicht nicht als Anfangsverdacht. Tut mir leid. Das Notfallmedikament war nicht mehr original verpackt. Das Etikett war eingeritzt, als ob jemand mit einer Nadel abgerutscht ist. Ann, das ist pflaumenweich. Da stimmt was nicht. Ich spür's doch. Dein Gefühl in allen Ehren. Aber wenn's nach mir gegangen wäre, hätten wir uns schon die Obduktion gespart. Bring mir einen konkreten Verdacht oder wir stellen die Ermittlungen ein. Bravo. Maja Hagenau vögelt unter den Augen ihrer Familie einen anderen Mann. Und kurz darauf stirbt der Ehemann und du sagst Bravo. Der Mann war Allergiker. Ein herzkranker, übergewichtiger Allergiker, der sich einen Dreck um seine Gesundheit geschert hat. 20 Jahre ging's gut, dann ist es passiert. So ist das Leben. Ann, wir haben was gefunden. So sieht es original verpackt aus. Eingeschweißt mit einem kindersicheren Verschluss. Da drin ist Dimetindenmaleat, ein gängiges Antiallergikum. Hagenaus Medikament hingegen war mit Erdnussöl verpanscht. Das erklärt auch das Loch in dem Plastikdeckel. Irgendjemand muss mit einer Kanüle den Inhalt vertauscht haben. 40 Tropfen für einen Allergiker. Das ist Mord. Das heißt, er hatte das Medikament wie eine tickende Zeitbombe in seiner Tasche. Der Mörder konnte in aller Ruhe die nächste Heißhungerattacke abwarten. Wir haben die Reste des Desserts gesichert. Keine Nüsse drin. Und die anderen 5 Gänge? Negativ. Wenn er hochallergisch war, reichen winzige Mengen, um einen Allergieschock auszulösen. Fingerabdrücke, DNA-Spuren? Ja, von dem Toten und seiner Frau auf dem Fläschchen. Ach, der Enkel hat ein paar Aufnahmen gemacht mit seinem Handy. Schicke ich euch nachher mal rüber. Kommen Sie rein, ist offen. Kiffen ist cool, ne? Hallo, Feo Andraschreuf und ich, wir waren Kollegen. Das ist Professor Peter Hering von der Princeton University. Am besten tragen Sie sich da unten ein, da ist noch Platz. Frau Kittel ist vom LKA. Das ist mein Kollege Vince Fleming, Kriminalpsychologe. Sie wollen sich um Aya sprechen, in diesem Garten. Cordula? Papa konnte Märsche nicht leiden. Das ist Chopin. Ist das etwa der mit dem Halleluja? Was schlägst du denn vor? Die Purple? Entschuldigen Sie bitte. Was? Dass Sie lachen? Aber was Sie sagen, ist absurd. Rolf ist doch nicht ermordet worden. Wer außer Ihnen hatte denn noch Zugang zu seinen Medikamenten? Jeder, der es wollte. Er ließ seine Jacke immer überall rumhängen, wie Sie oder ich. Warum auch nicht? Rolf war einer unter 1000.
ein ganz besonderer Mensch. Alle haben ihn geliebt. Frau Hagenau, wenige Minuten vor seinem Tod haben Sie noch in den Armen eines anderen Mannes gelegen. Waren wir so laut? Es tut mir leid. Ich verstehe, dass es für Sie irritierend sein muss, aber das hat mit Rolfs Tod nichts zu tun. Frau Hagenau, entschuldigen Sie bitte, aber Sie machen auf mich nicht den Eindruck einer trauernden Witwe. Und wie muss Trauer aussehen, damit es für Sie richtig ist? Ist er der Vater Ihres Kindes? Sie haben eine große Energie. Als Paar, meine ich. Ich beneide Sie. Wie lange noch? Darf ich vorstellen? Dr. Vince Fleming, mein Kollege. Dann antworten Sie mir, Dr. Fleming. Gibt es einen glücklichen Tod? Mitten im Leben zu stehen, umgeben von einer großen Familie, Kindern und Enkelkindern, Hand in Hand mit der Frau, die man liebt, ohne Schmerzen, mit dem Geschmack von Schokolade auf den Lippen. Manchmal, sehr selten, ist der Tod die Vollendung des Lebens. Das ist dann Glück. Zumindest ist sie eine großartige Schauspielerin. Vielleicht. Oder bei einer Mörderin. Du flirtest mit ihr. Sie mit mir. Ach, Vince, guck mich an. Ich wiege fast 75 Kilo. Ich trage inzwischen Körbchengröße F. In 8 Wochen kommt dein Kind zur Welt. Kannst du nicht wenigstens einmal so tun, als würde es dich verändern? Und sie, müsste sie nicht wenigstens mal so tun, als würde sie um ihn trauern? Aber sie trauert. Ich habe in meinem Leben nie eine entspanntere Witwe gesehen. Nur weil du ein Gefühl nicht sehen kannst, bedeutet es nicht, dass es nicht da ist. Die Menschen können Freude und Trauer gleichzeitig empfinden. Das ist nicht einmal ungewöhnlich. Und vor allem ist es nicht strafbar. Rolf Hagenaus Festplatte schicke ich in die KT. Die letzten E-Mails habe ich gelesen. Alles Neurologen-Dateien, bis auf eine ausführliche Korrespondenz mit Peter Hering aus Princeton. Ach, mit dem Liebhaber seiner Frau? Es ging um seine Kollegin Feo Andrasch. Er empfiehlt sie für einen Forschungsjob in den USA. Und was sagt Hering dazu? Wundert sich, dass sie immer noch zögert. Private Gründe? Feo Andrasch hat ihm rote Rosen gebracht. Und Maya Hagenau schien mir ziemlich angespannt zu sein, wegen ihrer Anwesenheit im Haus. Du meinst, Hagenau hatte ein Verhältnis mit seiner Kollegin? Naja, wenn er das Glück erforscht hat, hat er vermutlich nicht nur Schokolade geliebt. Außerdem hat Hagenau der Andrasch 30.000 Euro überwiesen. Das war am 20. August, also vor 4 Wochen, mit dem Vermerk privat. Könnte Geld ein Motiv sein? Beide Töchter und die Witwe erben zu gleichen Teilen. Die Ex-Frau kriegt eine Wohnung am Mittelmeer. Geldsorgen hat aus der Familie, wenn überhaupt, nur Sibylle. 3 Kinder von 3 Männern, lebt von Unterhaltszahlung und von Zuwendung ihres Vaters. Fleming? Maya Hagenau hier. Können wir uns heute Abend sehen? Ja, ich kenne deine Cocktailbar am Savini-Platz. 10:30? Ich möchte Sie alleine sprechen. Ich weiß. Aber so viel verrate ich schon mal. Das nächste Buch wird sich um die Liebe drehen. Denn auch die Liebe, man glaubt es kaum, ist am Ende nur Stoffwechsel. Trinken wir trotzdem auf sie. Wünschen wir ihr viele, viele Neuauflagen. Maya, Peter, Kinder, auf euch, meine Lieben. Schön, dass ihr alle da seid. Noch 8 Wochen. Und dann findest du sie endlich, deine große Liebe. Entschuldigung, Dr. Fleming. Aber Rolfs Ex-Frau will ein garantiert milbenfreies Futon, ein Zimmer nach Osten und ungespritzte Papaya zum Frühstück. Sonst kommt sie nicht zur Trauerfeier. Also, Rolfs geschiedene Ehefrau übernachtet bei Ihnen? Sie hat ja nur noch uns.
Sie werden es ohnehin erfahren, also hören Sie es besser von mir und ersparen Ihrer Kollegin eine mühsame Suche. Reden wir über die Liebe? Nein, Sex. Über Peter Hering. Er reist jedes Jahr aus Princeton an. Davor kam er aus Boston, vorher aus Peking. Er hat dreimal geheiratet und kommt trotzdem immer wieder. Unser Verhältnis ist wie eine Kiste mit Umzugsgut, die zwar in meinem Keller landet, von der man sich aber trotzdem nicht trennen kann. Und Ihr Mann hat von der Affäre gewusst? Ja, klar. Und Sie von Feo Andrasch? Lächeln Sie über die Vorstellung, Rolf könnte ebenso untreu gewesen sein wie Sie. Er war herzkrank, Dr. Fleming. Und musste schon seit Jahren Medikamente nehmen. Die haben ihn impotent gemacht. Aber nicht lustlos, verstehen Sie? Er hat das Erotische auf eine andere Ebene verlagert und sich erzählen lassen, was er mit anderen erlebe. Neuronales Glück. Mhm. Ich habe ihn nicht betrogen. Ich habe diesen Teil unserer Ehe für ihn mitgelebt. Rolf war großherzig, tolerant, innerlich frei. Warum hätte ich ihn töten sollen? Da vorne. Genau da. Okay. So. Das Stück gehen Sie lieber zu Fuß. Und seien Sie leise. Ja. Arne und ich, wir leben nicht zusammen. Aha, ich dachte. Wir sind glücklich getrennt und getrennt unglücklich. Sie ist eine ganz erstaunliche Frau. Ann? Mhm. Warum will sie das Kind alleine aufziehen? Ich bin hier zu viel. Oder zu wenig. Schade, dass du nicht hier sein konntest. Die hatten die Ohren geklingelt. Maya Hagenau ist eine wunderbare Ehefrau. Sie ist ein Vorbild an Treue und Loyalität, sagt der Mann, mit dem sie fremdgeht. Das ist doch lächerlich. Maya Hagenau tötet ihren Mann doch nicht wegen eines jährlichen Quickies. Sagt wer? Der Profi, der sich auf handfeste Indizien stützt? Oder der hormonell übersteuerte Mann, der eine Schwäche für schwarze Witwen hat? Nach ihm. Nee, bitte, woher Frau weißt Dr. du überhaupt, dass sie Hering nur einmal im Jahr getroffen hat? Sie hat's mir gesagt, gestern Abend. Also doch, du hattest eine lange Nacht. Und zwar mit meiner Tatverdächtigen. Die Ehe war glücklich, sie hat ihren Mann geliebt. Ja, und geschlafen hat sie mit dem Rest der Welt. Mit ihrem Zahnarzt, mit ihrem Gärtner, noch nicht mal der Pizzabote war vor ihr sicher. Neuigkeiten aus der Pathologie, wir haben Zufallsbefund. Vince, diese Frau sammelt Männer und stellt sie in ihren Setzkasten. Und du stehst da auch bald drin, neben all den anderen Zwergen. Rolf Hagelow hatte Krebs. Uhrzeit ist mir wurscht. Okay. Ann, alles in Ordnung? Das sind nur Senkwehen. Zieht ein bisschen, tut höllisch weh, aber ist noch nicht der Ernstfall. Das Kind bringt sich nur in Startposition. Du redest, als hättest du schon vier Kinder gekriegt. Ich lese viel. Geht's wieder? Ja. Ali, ich weiß, es ist schwierig und ich weiß, es kostet viel Geld. Ich schwöre, ich fülle auch die Papiere alleine aus. Aber ich will eine richterliche Anordnung. Ich will eine Telefonüberwachung für Maya Hagenau. Ann, sie hat ihrem Mann die Medikamente verabreicht. Mit der Absicht, ihn zu töten? Das kannst du nicht beweisen. Du nimmst das persönlich. Das ist immer ein Fehler. Und wenn wir über die biochemischen Grundlagen des Glücks sprechen, dann stoßen wir schon bald an die Grenzen des Begriffs. Mit ihm werden wir uns das nächste Mal näher beschäftigen. Denn was ist es denn, das Glück? Sind es die Stürme, die der Botenstoff Dopamin in unseren Synapsen entfacht? Ist es die wohlige Zufriedenheit des Serotonins? Die Geborgenheit des Oxytocins oder die Trommelwirbel des Phenylethylamins?
Machen Sie sich Ihre Gedanken. Bis nächsten Dienstag. Frau Hagenauer, wie schön, Sie zu sehen. Ich wollte Sie noch was fragen. Bitte. Störe ich Sie? Nein. Sie wollen doch sicher mit Frau Andra sprechen. Nein, ich bin nur so hier. Ich brauchte mal ein bisschen Zeit für mich. Ach, Sie entspannen an der Uni? Fio ist ein Erzähltalent. Ihre Vorträge sind sehr unterhaltsam. Es ist ein großer Verlust, dass sie nach Princeton geht. Warum hat sie sich so lange gesträubt? Ich weiß es nicht. Sie sind Neurologin, wie Ihr Vater. Sie müssen doch irgendeine Vermutung haben. Sie hingen sehr an Vater? Er war Ihr Mentor. Sie haben jahrelang eine fast symbiotische Arbeitsbeziehung gelebt. Die lukrativen Buchveröffentlichungen einmal ausgenommen. Was wollten Sie mich fragen, Dr. Fleming? Ach, muss mir wohl entfallen sein. Aber es fällt mir bestimmt bald wieder ein. Eins hatte seine Sekretärin, eins hatte er in seiner Jacke. Und dieses hier hat er mir gegeben, weil er alle auf einmal mal nicht finden sollte. Rolf war ein Chaot. Er musste sich vor sich selbst schützen. Wurde hier abgeschlossen? Nachts schon. Tagsüber standen alle Türen offen, darauf legte er Wert. War ein guter Chef? Grandios. Ein Mammutbaum, 100 Meter hoch. Warum hat er Ihnen im Juli 30.000 Euro überwiesen? Das waren Honorare. Sie werden doch von der Uni gut bezahlt. Ja, aber ich habe Recherchen für seine Buchprojekte beigesteuert. Ah, ich meine, Ihren Namen gelesen zu haben. Ich weiß, was Sie fragen wollen, Dr. Fleming. Fragen Sie doch einfach. Antworten Sie einfach. Frau und ich standen uns nah. Sehr nah. Da war eine tiefe intellektuelle Verbundenheit zwischen uns. Wenn sie es liebe, es ist Liebe. Wahr. Ihre Hochzeit mit Hartmut Reuter war anfangs für den 3. April geplant, dann für den 26. Mai und dann den 17. Oktober. Warum haben Sie sie so oft verschoben? Terminprobleme? Wir hatten viel zu tun, Hartmut und ich. Sie lügen, Cordula. Meyer sagt, Sie hatten Urlaub eingereicht und bewilligt bekommen. Es gab einen anderen Grund. Ihr Vater stand Ihrer Hochzeit im Wege. Was wollen Sie damit andeuten? Dass ich mit seinem Tod zu tun habe? Das haben Sie gesagt. Stimmt es denn, dass Ihr Vater Ihre Heirat verhindern wollte? Hartmut war... Er war nicht gerade der Schwiegersohn, von dem Vater geträumt hat. Na und? Ich bin erwachsen. Ich heirate, wenn ich will. Glauben Sie im Ernst, dass ich deshalb meinen Vater umbringe? Es wäre auch gar nicht mehr nötig gewesen. Ihr Vater hat vor 3 Wochen den Saal in seinem Golfclub angemietet. Er hat ihr Hochzeitskleid angezahlt und eine Reise auf die Malediven gebucht. Eine Reise? Ein Hochzeitsgeschenk für Sie. Oh Gott. Warum hat Ihr Vater so plötzlich seine Meinung geändert? Ich weiß es nicht. Weil er endlich Vernunft angenommen hat? Weil er unter Druck stand. Sie glauben ja gar nicht, was wir uns anhören mussten. Er und Maya. Sibylle auch. Dauernd haben sie Hartmut schlecht gemacht. Ein Spießer sei er. Ein Langweiler. Ein nasser Waschlappen. Rolf hat ein Ego für 3. Hat Menschen benutzt wie Taschentücher. Hat Mutter verlassen und uns Kinder jahrelang einfach vergessen. Er war so... so eitel, so kindisch. Und uns hat er seine Schwächen als Freiheit verkauft. Ich habe ihn gehasst, Dr. Fleming. Ich hasse ihn immer. Sie arbeiten rund um die Uhr für seinen Abschied aus der Welt. Das tun Sie nicht aus Hass, sondern aus Liebe. Frau Hagenau, warum hat Ihr Vater so plötzlich seine Meinung geändert? Er hat seine Fehler eingesehen und wollte sie wieder gut machen. Weil er wusste, dass er bald sterben würde? Was? Er hatte Krebs. Karzinom im Dickdarm. Inoperabel.
Das Sterben, das er vor sich hatte, wäre entsetzlich qualvoll gewesen. Wie leicht, wie glücklich dagegen war der Tod, um den er sie gebeten hat. Nein! Das hat er nicht getan! Ich hatte ja keine Ahnung! Ich wusste ja gar nicht, dass er krank war! Niemand wusste! Niemand! Mord aus Liebe? Sagen wir aktive Sterbehilfe. Cordula Hagenau hat starke Schuldgefühle. Sie fühlt sich verantwortlich für den Tod ihres Vaters. Aber sie wusste gar nicht, dass ihr Vater Krebs hat. Niemand wusste es. Vermutlich nicht mal er selber. Sagt wer? Der Hausarzt. Dieter Gerlach, 42 Jahre alt. Internist, langjähriger Freund der Familie. Er sagte, bei Rolf Hagenau keine Krebsdiagnose gestellt. Vorausgesetzt, er sagt die Wahrheit. Warum sollte er lügen? Tja, dreimal darfst du raten. Sie hat sogar ihre Stieftochter Sibylle den Mann ausgespannt. Da war die Kleine gerade mal 2 Monate alt. Lieber Rolf, mein Kollege, mein Freund. Du hast dein Leben dem Glück gewidmet und wenn es eine Erkenntnis gibt, die du mit uns geteilt hast, dann diese. Das Glück kann man nicht suchen, man kann es nicht jagen und noch weniger festhalten. Die Kunst besteht darin, es zu erkennen, wenn es neben uns sitzt. Joris wird jetzt für uns spielen. Ja, also Opa, Rolf, ich wollte nur, naja, also ich wollte auch noch mal Tschüss sagen. Ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Das hier habe ich in Claras Pullover gefunden, den sie im Restaurant anhatte. Sie und Rolf haben das Eis von einem Löffel gegessen. Das erklärt vielleicht den allergischen Schock, nicht aber seinen Tod. Der wurde durch verunreinigte Medikamente ausgelöst. Clara darf das nicht erfahren. Bitte. Bitte sagen Sie meiner Tochter nichts. Sie hat ihren Opa so geliebt. Ihre Tochter hat keine Schuld. Versprechen Sie es. Grab. Er will nicht, dass seine Kinder auf ihm Unkraut jäten. Die sagen, Asche verstreuen, das darf man in Deutschland nicht. Oh Gott, Rolf! Er will mir so. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Im Grunde genommen profitiert jeder von Rolfs Tod. Maya Hagenau kann sich in Vollzeit und ohne Geldsorgen ihren Liebschaften widmen. Sibylle kann ihre Schulden bezahlen. Cordula kann endlich ihren Krankenpfleger heiraten. Und Feo Andrasch macht einen Karrieresprung. Ja, alle sind glücklich. Nicht zum Aushalten. Vince? Ich sehe eine tolerante Familie, die stark ist, obwohl oder weil sie ganz ohne Männer auskommt. Maya ist Witwe.
Sibylle ist alleinerziehend und scheint die Väter ihrer Kinder herzlich wenig zu vermissen. Bis auf Sibylles Sohn Joris ist das System rein weiblich und es funktioniert. Ja. Und wieso wundert dich das? Vielleicht gibt es ja auch einen Außentäter. Cordula schert aus, weil sie auf einer konventionellen Ehe besteht und an Liebe und Treue glaubt. Sie ist ein konservativer Rebell in einer postmodernen Familie. Voller Schuldgefühle und unverarbeiteter Wut. Sie musste wegen Übelkeit das Begräbnis verlassen. Ihr Zorn macht sie krank. Ja, und? Was hat die TÜ von Meyer-Hagenau ergeben? Ihr habt ihr Telefon überwachen lassen? Wieso weiß ich das nicht? Nicht viel. Ein kleiner Disput über Geld mit der einen Tochter, ein Streit über die Urnenbestattung mit der anderen Tochter. Viele Gespräche hat sie einfach weggedrückt, die meisten davon von Feo Andrasch. Und warum hat sie sie weggedrückt? Eifersucht? Alle sagen zwar, Feo Andrasch und Rolf Hagenau hatten kein Verhältnis, aber müssen wir das glauben? Dr. Fleming, ich musste Sie unbedingt noch mal anrufen. Sie haben mir so gut getan. Ich wollte nur noch einmal Ihre Stimme hören. Und was mit dir, Vince? Möchtest du ihre Stimme auch noch mal hören? Herr Blum, können Sie uns einen Moment alleine lassen? Ich habe dir gegenüber nie die autoritäre Chefin rausgekehrt, Anne. Und ich habe auch in Zukunft nicht vor, das zu tun. Ich habe toleriert, dass du mit Kanonen auf Spatzen schießen willst. Und ich halte dir zugute, dass du hochschwanger bist und dass deine Hormone im Moment verrückt spielen. Und ich kann sogar verstehen, dass eine weibliche Version von Vince Fleming eine ausgesprochene Provokation für dich darstellt. Aber trotzdem, Anne, das hier ist eine polizeiliche Ermittlung. Diese Telefonüberwachung wird bezahlt aus Steuergeldern. So wie du auch. Jetzt setzt du schon das LKA in Bewegung, um unser Liebesleben zu schützen. Bin beeindruckt. Genau so bist du, Vince. Du machst einen Fehler. Du lässt dich auf eine hochmanipulative Tatverdächtige ein. Du torpedierst meine Ermittlungen, nur weil du deine Hormone nicht im Griff hast. Und dann drehst du die ganze Sache so hoch, dass ich mich schlecht fühlen soll. Ich werte diesen Schritt als Zeichen deiner Liebe zu mir. Du bist eifersüchtig, Anne. Nein, ich bin wütend. Ich habe Maya Hagenau in den Arm genommen, um sie zu trösten. Diese Frau spielt mit dir. Was ich gesehen habe, war echte Trauer. Man kann sie nicht falsch deuten. Die Mundwinkel ziehen sich nach unten, die Augenbrauen innenseiten heben sich. Die Mimik ist unverwechselbar. Versuch doch mal, sie zu fälschen. Stell dich vor den Spiegel an und stell dir etwas Trauriges vor. Etwas Entsetzliches. Stell dir vor, du kannst dich nicht von mir lösen und auch nicht neu mich binden. Stell dir vor, du wirst nie die Familie haben, die du dir so sehr wünschst. Vater, Mutter, Kind. Ja, hier ist Maya Hagenau. Frau Gittel? Das ist jetzt gerade nicht so günstig. Ich wollte mich entschuldigen für das nächtliche Treffen. Ich hoffe nicht, dass es zwischen Ihnen und Ihrem Mann zu Missverständnissen führt. Ex-Mann. Ich habe Sie nicht kränken wollen. Sie sind eine wunderbare Frau. Können wir uns sehen? Kommen Sie bitte rein. Wir spielen gerade Abklatschen. Wenn man immer irgendwo Schmerzen hat, wie Rolf, dann werden sie irgendwann Teil des Daseins. Man spürt sie nicht mehr. Sie wussten nicht, dass er Krebs hatte? Nein. Das hat niemand gewusst. Nicht mal er selbst. Angenommen, er hätte es gewusst. Hätte es ihnen gesagt?
Fragen Sie mich jetzt, ob er selbst die Medikamente manipuliert hat? Danke. Es muss so schön sein, ein Kind in sich zu spüren. Vielleicht ist das das eigentliche Glück. Alles andere, Mann, Frau, das ist nur Ersatz. Frau Hagenau, ich habe Sie was gefragt. Sie haben noch nicht geantwortet. Hätte er es Ihnen gesagt? Rolf hätte sicher nicht gewollt, dass ich ihn pflege. Oder womöglich über Jahre beim Sterben zusehen muss. Sie sind angespannt. Ich muss mal kurz telefonieren. Frau Gittel. Rolf hat sich nicht umgebracht. Das ist noch absurder als Mord. Er war genial, aber auch schrecklich eingebildet. Ein eitler Autor. So stolz auf seine Sprache. Niemals wäre er gegangen, ohne einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Soll ich später wiederkommen, Dr. Plemmen? Nein, bleiben Sie. Ich muss dich unbedingt sprechen. Warum? Princeton. Können wir uns sehen? Nein. Maya, bitte. Hallo, ich bin. Es geht nicht. Genau wie mein Ex. Der drückt mich auch immer weg. Hat Ihr Ex Ihnen schon mal rote Rosen geschenkt? Einmal. Ein Strauß Schlappernelken. Schon ganz braun am Rand. Wenn der mit Rosen gekommen wäre, dann hätte ich mir aber echt Gedanken gemacht. Was hätten Sie gedacht? Dass Sie wahrscheinlich für meine beste Freundin wären. Werden Sie diesmal Ihre Forschungen unter Ihrem Namen veröffentlichen oder müssen Sie noch einmal zusehen, wie jemand anderer daraus ein erfolgreiches Buch macht? Rolf war ein genialer Wissenschaftler, wenn Sie das meinen. Ich war stolz, etwas beisteuern zu dürfen. Ein Mammutbaum wirft einen langen Schatten und unten wächst nichts mehr. Merkwürdig, wie leicht das Töten ist. Nicht wahr? So viel leichter, als eine neue Erkenntnis in die Welt zu bringen. Ich soll Rolf getötet haben. Das ist doch lächerlich. Ein hoher Serotoninspiegel hebt nicht nur das Glücksgefühl. Der Serotonin zivilisiert uns auch. Es dämpft Angst, Zorn und Aggression. Worauf wollen Sie hinaus, Dr. Flynn? Professor Hagenau hat Sie jahrelang ausgenutzt. Sie um Ihr geistiges Eigentum beraubt. Er wollte Sie in die USA loswerden. Als sie ihm lästig wurden. Er hat sie mit 30.000 Euro abgespeist. Und das auch nur, weil Cordula, seine Tochter, ihn unter Druck gesetzt hat. Wer könnte es ihnen verdenken, dass sie ihn gehasst haben? Was wissen Sie denn? Was wissen Sie denn, wie es ist, wenn man nichts hat außer sich selbst und dann auf Leute wie Rolf trifft, die alles Glück dieser Welt haben und es ist ihnen doch nie genug? Die Vampire sind, die saugen dich aus, spucken dich weg und schreien sofort wieder mehr, mehr, mehr. Trotzdem haben sie stillgehalten. Aus Liebe? Rolf und ich in Liebespaar. Wie banal, Dr. Fleming. Das können Sie doch besser. Was passiert in unserem Hirn, wenn wir verliebt sind? Hm? Das wissen Sie, Theo. Sie haben es erforscht. Das ist kein Glücksrausch wie der Konsum von Schokolade. Der Serotoninspiegel sinkt. Der Verliebte bekommt einen Tunnelblick. Er ist fixiert auf das Objekt seiner Begierde. Sein Zustand ist vergleichbar mit dem eines Neurotikers. Sie waren leidenschaftlich verliebt. Sie sind es noch. Maya. Sie lieben Maya Hagenau so sehr, dass sie für diese Liebe getötet haben. Sie sind doppelt betrogen worden.
Nein. Auch von ihr. Es war nicht Rolf, der sie loswerden wollte. Hören Sie auf. Es war Maya. Ich sage gar nichts mehr. Das müssen Sie auch nicht. Uns reicht eine richterliche Anordnung für eine DNA-Probe, um sie zu überführen. Warum hast du das getan? Ich weiß, warum du vor mir wegläufst. Warum du mich fortschicken willst, Maya. Ich kenne dich besser als du dich selbst. Du wolltest mich nicht verletzen. Du liebst mich. Du hast nur Angst. Angst vor der Liebe. Aber ich verzeih dir. Du hast Rolf ermordet! Ja? Für uns? Wir werden von hier fortgehen. Wir schaffen das. Irgendwann werden wir frei sein. Es ist mir egal, wie lange das dauert. Immer auf der Jagd, flattert von einer Blume zur anderen. Trotzdem fühlt man sich selten ganz, weil beim einen immer das andere fehlt. Mann oder Frau, du hast immerhin die Wahl. Mhm. Komm, ich zeig dir was.